Herzlich willkommen zu Rosa und Karl. Das ist unser neues sozialistisches Lokal, das wir heute hier in Berlin-Neukölln eröffnet haben. Wir hatten ein wunderschönes Screening von einem super tollen Film. Wir haben ein Buffet gegessen. Wir haben hier unsere eigenen Büroräume, in denen wir Redaktionsschichten machen werden, die offen sind, wir werden Veranstaltungen machen, uns selbst organisieren, viele Treffen etc. Kommt gerne mit mir rein und lernt es kennen. Wir kämpfen an den Orten, wo wir uns tagtäglich aufhalten und versuchen von dort aus eine revolutionäre Kraft aufzubauen. Und ich denke, dieses Lokal müssen wir auch als solch einen Ort verstehen, den wir aufbauen wollen und hoffentlich mit euch allen, die heute hier sind. Wir haben ja den Film geschaut über den Mardi Gras, wo es auch um sehr viel darum ging, was für eine Kraft die Arbeiterklasse besitzt. Und das ist genau die Kraft, auf den wir uns schützen wollen, die da ist, aber die organisiert werden muss und gegen den Imperialismus gestellt werden muss. Denn auch wenn es schön wäre, wenn wir jeden Tag so feiern könnten wie heute, müssen wir kämpfen. Gegen die Klimakatastrophe, gegen die Kriege, gegen den Genozid in Gaza und dagegen, dass die Reichen auf Kosten der Arbeiterinnen immer reicher werden. Unser Ziel ist es, eine revolutionäre Partei aufzubauen. Eine Partei, die nichts gemein hat mit all den verschiedenen Parteien im bürgerlichen Parlament, die nur darüber diskutieren, wie genau das System der Ausbeutung ausgestaltet werden soll. Die Partei, die wir aufbauen werden, soll und wird uns helfen, den bestmöglichen Weg raus aus diesem System zu gehen. Eine Partei, die die Fahne des revolutionären Marxismus hochhält, gegen alle stalinistischen und reformistischen Verzerrungen. Eine Partei, die uns hilft, dieses System der Ausbeutung und Unterdrückung und alle, die es mit aufrechterhalten, auf den Müllhaufen der Geschichte zu schmeißen.